Ist es eine einmalige Sache oder bahnt sich ein Kurswechsel bei den Entwicklern von The Elder Scrolls Online an? Auf einmal bekommen wir ganz viel geschenkt. Denn jetzt aktuell im März gibt es mehrere coole Sachen in Form von Login-Belohnungen und hinzugefügten Belohnungen für besondere Errungenschaften. In der Vergangenheit war das ja so, dass die Elder Scrolls Online Community die Entwickler regelmäßig dafür kritisiert hat, dass zu wenig Sachen in-game erspielbar seien. Man kauft sich also eine große Erweiterung für 40 Euro und dann gibt's eigentlich nur für den Server Raid in der schwierigsten Ausführung ein cooles Reittier und ansonsten nichts. Das hat sich in den vergangenen ein, zwei Jahren schon um einiges verbessert, doch nun gibt's noch mehr, was auf uns zukommt. Ist das Ganze allerdings jetzt nur eine Euphorie aufgrund des 10-jährigen ESO-Jubiläums oder ein Kurs, die Entwickler langfristig beibehalten wollen? Diese Frage stellt sich bei den neuen Ereignissen in Elder Scrolls Online. Doch was sind das für Ereignisse? Schauen wir uns die ein bisschen genauer an. Um alles zu verstehen, muss man sich die neuen Login-Belohnungen jetzt im März anschauen. Und zwar bekommen wir am 2. März etwas ganz Besonderes geschenkt. Wir bekommen nämlich The Elder Scrolls Online Orsinium geschenkt. Orsinium ist bei der Community von Elder Scrolls Online schon lange eines der Lieblingserweiterungen, auch bei den Entwicklern als eine der besten Erweiterungen angesehen. Und die Besonderheit an diesem DLC ist, dass es mit eines der ersten großen DLCs von The Elder Scrolls Online war. Man kann Orsinium so ein bisschen als der geistige Vorgänger der Kapitel von The Elder Scrolls Online sehen. Es ging ja mit Morrowind dann los, mit den sogenannten Kapiteln in Elder Scrolls Online, und Orsinium hatte damals auch schon eine Größe eines Kapitels, bietet eine Solo-Arena mit besonderen Waffen der Fertigkeitsveränderung, die sogenannten Maelstrom-Waffen, die bis heute immer noch mit zu den stärksten Sets des Spiels gehören, und auch generell eine ziemlich spannende Story und auch eben einige erspielbare Belohnungen, wie zum Beispiel ein Kostüm, was man sich dort erspielen kann, und aber auch noch ein paar Sachen mehr, vor allem aus der Maelstrom-Arena, die hier aber insgesamt ziemlich anspruchsvoll ist. Die Euphorie wird aktuell ein bisschen getrübt, denn in-game kann man leider das Orsinium-DLC, so wie es eigentlich gedacht ist, aktuell nicht beanspruchen, zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos hier. Das soll sich jetzt aber demnächst ändern, denn die Server werden gerade einmal kurz neu gestartet. Denn bei vielen Spielern sah das jetzt in den letzten zwei Tagen so hier aus, dass hier, ja, das Orsinium-DLC der Meinung ist, nee, heute ist noch nicht der 2. März und auch noch nicht der 3. März, du kannst mich heute noch nicht beanspruchen. Ironischerweise gab es einen Workaround, der hat nicht bei allen funktioniert, und zwar musste man in ein DLC-Gebiet reisen. Zum Beispiel in das Gratis-DLC die Kaiserstadt, was man kostenlos freischalten kann. Bei vielen hat aber auch zum Beispiel vor allem die Totenlande und das Ferngrab ganz gut funktioniert. Ist aber halt eben eigentlich ein kostenpflichtiger Inhalt für eine Sache, die man kostenfrei freischalten können soll. Wem da nicht bewusst geworden ist, dass das natürlich so nicht gedacht ist, sondern dementsprechend das Ziel ist, dass das hier alle wirklich kostenlos bekommen, egal ob ESO Plus oder nicht, ja, dem ist auch ehrlich gesagt nicht mehr zu helfen. Denn bisher waren die Login-Belohnungen ja immer kostenlos. Daran hat sich nichts geändert. So haben die Entwickler das Problem relativ schnell bemerkt und haben es gestern schon auf dem nordamerikanischen Server behoben. Heute wird es auf dem europäischen Server behoben. Dementsprechend gibt es eine ganz kurze Wartung. Danach sollten dann alle die Belohnungen freigeschalten bekommen, die euch zustehen. Ja, das heißt also, falls ihr euch jetzt gefragt habt, komisch, irgendwie bei mir funktioniert das nicht. Heute ist auch schon der 3. März, heute funktioniert es auch irgendwie noch nicht so richtig. Nach der kurzen Wartung sollten euch rückwirkend die Login-Belohnungen gutgeschrieben werden, oder ihr könnt dann die Login-Belohnungen abholen, die euch eigentlich zustehen. Na, dementsprechend macht euch dann nicht ins Hemd, das wird dann funktionieren nach der Wartung voraussichtlich, denn auf dem nordamerikanischen Server funktioniert es ja inzwischen auch. Wir bekommen also alle Orsinium freigeschaltet, ganz wichtig, das merken wir uns also gleich nochmal an dieser Stelle hier. Und wir bekommen aber auch noch ein paar andere Sachen jetzt hier im März. Und zwar bekommen wir insgesamt 10 Kronkisten der Schuppenruferin. Es sind Kronkisten aus einer relativ alten Kronkisten-Season, tut ja aber erstmal nicht zur Sache, sind auf jeden Fall erstmal 10 Stück. Ein geschenkten Gaul schaut man natürlich nicht ins Maul. Deswegen bleibe ich erstmal noch ganz kurz bei den Positiven, bevor ich zu meiner, ja, Kritik komme, die ich auch hier wieder nicht zurückhalten werde. Ich werde mich da wie immer drüber äußern, so wie ihr mich kennt. Und
So gibt es also zum Beispiel Siegel der Bestrebungen diesen Monat. Auch nochmal mit oben drauf. Auch gar nicht so wenig. Und ich finde die Siegel der Bestrebungen eine richtig gute Sache, weil mit den Siegeln der Bestrebungen kann man sich durchaus einige schöne Sachen freischalten. Und man weiß halt eben auch, was man sich da freischaltet. Übrigens bitte nicht wundern, da der europäische Server gerade offline ist, um das mit den Orsinium-DLC zu beheben, bin ich gerade auf dem Testserver. Da kostet die Sache nur eine Bestrebung. Normalerweise kosten die Sachen halt jetzt hier 8000 bzw. 16000 Bestrebungspunkte, ne? Und so weiter und so fort. Also nicht wundern lassen, nicht irritieren lassen von diesen Werten hier. Also, mit den Siegeln der Bestrebungen kann man sich gezielt etwas holen, was man haben möchte und weiß, worauf man sich einlässt bei der ganzen Geschichte. Also eine wunderbare Sache, wie ich finde. Des Weiteren gibt es einen süßen Ingame-Begleiter. Auch das finde ich eine schöne Sache, weil man weiß, was man da geliefert bekommt. Also dementsprechend auch gut. Und wir bekommen ein Reittier freigeschaltet. Auch das finde ich natürlich mega, mega geil. Und vor allem, weil es auch, wie ich finde, eigentlich ein ziemlich cooles Reittier ist an dieser Stelle hier, was wir hier bekommen. Also dementsprechend lauter schöne Sachen. Passend dazu gibt es auch noch Kronen-Reitstunden, auch das eine schöne Sache. Wir bekommen Schriftrollen, um unsere Attributspunkte und Skillpunkte zurückzusetzen. Für mich als jemand, der Builds macht, super geil, weil ich auf jedem Charakter eine dieser Schriftrollen rumliegen haben möchte, um euch dann immer zu zeigen, in welche Richtung man was weiterentwickelt bekommt. Wir bekommen wertvolle Handwerksmaterialien freigeschaltet, noch mehr Allianzpunkte. Also wirklich lauter gute Sachen diesen Monat. Man kann sich eigentlich nicht beschweren. Und doch habe ich einen Punkt gefunden, über den man nach typisch deutscher Manier nörgeln kann, und zwar über die Kronkisten. Über die möchte ich mit euch gerne nörgeln, denn ich finde es durchaus kritisierenswert, dass wir Kronkisten in den Login-Belohnungen bekommen. Also wie gesagt, einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, dem stimme ich prinzipiell zu, wenn es keine Kronkisten sind. Denn die ein, zwei Nutzer, die jetzt aus den Kronkisten die durchaus cool designten Mounts rausbekommen, ne? Das sind die Mounts, die man bekommen kann aus dieser Kronkisten-Season, die werden sich denken, oh, geil, Kronkisten sind ja doch was Feines. Bis zu dem Zeitpunkt, wo einem bewusst wird, dass die Drop-Chance von diesen Reitchen bei 0,3 bis 0,06% liegt. Das heißt also, um gezielt solch ein Reittier zu bekommen, muss man um die 500 bis 600 Euro ausgeben, realistisch. Jetzt werden also die Leute, die sich darüber nicht bewusst sind, dass man diese coolen Reittiere nur für 500 bis 600 Euro bekommt, sehen, oh Mensch, ich habe ja ganz zufällig aus meinen Kronkisten jetzt hier an dieser Stelle so ein super seltenes Mount bekommen. Dann kann die Drop-Chance ja nicht so schlimm sein. Schwuppsdiwupps wird bei der nächsten Kronkisten-Season eingekauft und Geld ausgegeben für Lootboxen, die Glücksspiel sind. Herzlichen Glückwunsch. Da hätte man auch die Familie schön zum Essen gehen einladen können, und mit 600 Euro kann man auch einen schönen Kurzurlaub machen, was weiß ich, an der Ostsee, an der Nordsee oder auch gerne irgendwo schön wandern gehen übers Wochenende. Das ist mit 600 Euro durchaus realistisch drin, würde ich sagen. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr das Ganze in digitale Sachen ausgegeben habt, die euch überhaupt nichts bringen. Darüber hinaus bekommt ihr die sogenannten Kronenedelsteine für die überschüssigen Sachen, die ihr nicht gebrauchen könnt. Das heißt also, ihr werdet jetzt hier quasi diese Kronensachen umwandeln. Möge das Glück auf eurer Seite sein, mein Freund. Das ist jetzt von Tag 1. Tadada. Ihr bekommt hier also diese Sachen raus. Ne? Wohlverdient. Und jetzt bekommt ihr hier Sachen, die ihr nicht braucht, die ihr schon habt. Und könnt diese dann umwandeln in Kronenedelsteine. Habt ihr keine Kisten mehr? Tja. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne Nein. kaufen. Wir kaufen keine neuen Kisten. Geht ja mir auf den Sack, der Typ. Freund. So. Na, jetzt habt ihr also Kronenedelsteine bekommen und seid also durchaus dazu daran interessiert, mal nachzuschauen. Also, kann ich auf dem Testserver nicht machen, gut. Ihr habt ja hier den Reiter Kronenkisten, ne? Und ihr guckt jetzt also, was kann ich denn mit meinen 410 Kronenedelsteinen eigentlich so anfangen? Kann ich damit irgendwas Cooles machen oder eher nicht so? Und dann stellt ihr fest, okay, ach krass, ja, für das Reittier, was ich ganz cool finde, brauche ich 1600 Kronenedelsteine. Oder sagen wir mal, ihr habt 90 Kronenedelsteine und ihr wollt euch eine Sache für 100 Kronenedelsteine holen. Schwuppsdiwupps, seid ihr an dem Punkt angekommen, mir fehlt ja nur noch das und das. Und dann kauft man sich ganz schnell mal ein paar Kronenkisten für Echtgeld, um dann die Sachen zu bekommen. Ihr seid also angefixt. Ihr werdet angefixt durch die Sachen, die ihr aus diesen Kisten bekommt. Lasst euch nicht anfixen, lasst euch nicht reinlegen. Wenn ihr was Cooles aus den Kisten zieht, nice.
wenn ihr genügend Kronenedelsteine habt, um euch was zu holen, nice. Aber holt euch jetzt danach keine Kronenkisten, denn ihr werdet nur enttäuscht. Wichtige Sache, richtige Sache, um das hier nochmal an dieser Stelle klarzustellen und zu erwähnen. Kommen wir jetzt wieder zu etwas Positivem, denn insgesamt bin ich der Entwicklung relativ positiv gestimmt, denn es kommt noch eine weitere richtig coole Sache, die wir uns auch ziemlich lange gewünscht haben. Die Grafik ist jetzt auf Englisch, ich werde sie euch übersetzen, gar kein Thema. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass alle, wenn sie sich zweimal im März einloggen, das Orsinium-DLC freigeschaltet bekommen. Passend dazu wird es einige coole Sachen geben, die man sich kostenlos freischalten kann, geknüpft an Errungenschaften, so wie man sich das wünscht. Wir als ESO-Community haben ja in der Vergangenheit immer wieder kritisiert, dass man nur aus wirklich schweren Inhalten besonders coole Sachen bekommt. Also aus Raids, wo man besondere Errungenschaften erledigt, kann man halt eben besonders coole Reittiere bekommen, ja, oder halt eben aus Inhalt X. Das hat sich jetzt die letzten ein, zwei Jahre schon ein bisschen verbessert. Wir haben also durch Quests oder durch spezielle Errungenschaften, die auch für den Otto-Normalverbraucher realistisch erreichbar sind, coole Sachen bekommen, wie neues Reittier, wie eine neue Erscheinung und so weiter und so fort. Also es gab durchaus eine positive Entwicklung in den letzten ein, zwei Jahren, nachdem wir uns dazu geäußert haben, dass es doch schön wäre, mehr erspielbare Inhalte in die Sachen reinzuklatschen, für die wir eh schon 40 Euro ausgegeben haben, also in die Erweiterung beispielsweise, da noch ein paar mehr Reittiere reinzumachen, tut ja nun wirklich niemanden weh. Und so wird nun quasi nachträglich dem Orsinium-DLC hier auch ein bisschen Wiederspielwert, kann man es nicht nennen, aber ein bisschen Spielwert hinzugefügt. Denn wenn ihr alle Weltenbosse in Orsinium besiegt habt, ja, also die, die ihr auf der Karte in-game findet, ne, diese Weltenbosse hier, wenn ihr diese Weltenbosse hier alle besiegt habt, dann bekommt ihr 3 Kostüme freigeschaltet, die, wie ich finde, auch durchaus ganz cool aussehen. Ihr müsst dazu euch zwischen dem 4. März 16 Uhr und dem 1. April 16 Uhr einloggen und, wie gesagt, diese Open-World-Bosse besiegt haben in Orsinium. Und dann könnt ihr euch über den Kronenshop, das wird bestimmt im Kronenshop-Schaukasten zu sehen sein, diese Dinger gratis freischalten. Gratis ist nochmal wichtig zu betonen, also ihr müsst kein Geld ausgeben. Ihr könnt euch das dann gratis freischalten, diese 3 Kostüme. Ja, ich finde die auch durchaus ganz cool an dieser Stelle hier. Ziemlich nice. Ihr bekommt das Ganze auch rückwirkend. Also wenn ihr irgendwann 2015, 2016, als Orsinium released ist, die ganzen Open-World-Bosse gemacht habt, oder irgendwann im Zeitraum dazwischen, dann habt ihr die Errungenschaft bereits mit den Weltenbossen. Das heißt also, der Kronenshop gleicht das ab, ob ihr diese Errungenschaft besitzt. Und dann könnt ihr dementsprechend die Sachen auch abholen. Also ihr müsst jetzt nicht mit einem neuen Charakter während dem 4. März bis 1. April Orsinium nochmal durchspielen, wenn ihr das bereits getan habt. Das ist nicht nötig. Ihr könnt euch das dann rückwirkend freischalten. Und es gibt gleich noch eine zweite coole Sache, die es bisher so gar nicht gab. Und zwar ein Reittier. Für dieses Reittier muss man die Hauptgeschichte von Orsinium durchgespielt haben. Wenn man diese Hauptgeschichte durchgespielt hat, dann kann man auch hier, genauso wie bei den Kostümen, in den Kronenshop-Schaukasten gehen. Und dort gibt es dann eine Gratis-Belohnung, die man abholen kann. Der Kronenshop gleicht dann ab. Habt ihr die Errungenschaft, wo ihr die Hauptquest für erledigt haben müsst, und dann könnt ihr euch dieses coole Reittier hier freischalten. Und ich finde das übrigens ziemlich, ziemlich nice. Also optisch spricht mich das auf jeden Fall richtig an. Sieht nämlich so ein bisschen aus wie so ein Werbär, wenn ihr mich fragt. Also finde ich ziemlich, ziemlich cool. Falls ihr die Orsinium-Hauptquest noch nicht gespielt habt bisher und ein bisschen Zeit sparen wollt, ja, was weiß ich, ihr seid vielleicht Familienvater oder eine Mom, die sich um Kinder kümmern muss und dann auch noch arbeiten geht, dann habt ihr vielleicht nicht die Zeit, das gesamte Orsinium-DLC im März durchzuspielen, oder ihr habt einfach generell nicht so viel Zeit zum Zocken, das waren jetzt nur ein paar Beispielszenarien, dann könnt ihr euch auch einen gezielten roten Faden erstellen, wie ihr nur die Hauptquest macht und alles andere rechts liegen lässt. Und zwar geht ihr dazu ins Spiel, hier über meinem Kopf seht ihr ja den Punkt Gebietsleitfaden öffnen, da drückt ihr dann einmal drauf. Und dann kommt ihr hier zu diesem Menü. Dieses Menü erlaubt es euch, Erzählung zu Beginn anzuklicken. Und jetzt werdet ihr von Hauptquest zu Hauptquest geführt. Das heißt also, das Spiel zeigt euch, hier ist die erste Hauptquest von Orsinium. Da beginnt die Reise dorthin. Dann werdet ihr in die Stadt geführt und dann werdet ihr an die entsprechenden Punkte geführt. Das heißt also, ihr werdet an den ganzen Nebenquests dran vorbeigeführt. Die werden erst danach erledigt. Und ihr könnt euch so einen roten Faden vom Spiel generieren,
der erstmal euch durch die Haupthandlung von Asinium durchleitet, damit ihr dann quasi zeiteffizient dieses coole neue Reittier freischalten könnt an dieser Stelle hier, ne? Und wie gesagt, ich denke persönlich, dass das Reittier dann hier im Kronenshop oder Schaukasten zu finden sein wird. Irgendwo da wird es dann vermutlich gratis abholbar sein. Das, denke ich mal, ist so ungefähr the way to go, ne? Also so ist das Ganze gedacht und aufgebaut an der Stelle hier. Das war es jetzt noch nicht mit Geschenken an dieser Stelle hier, sondern es geht gleich noch weiter, denn es gibt mal wieder nach Ewigkeiten so eine Art Treuebelohnung für ESO-Plus-Mitglieder in The Elder Scrolls Online. Und zwar, sobald das neue DLC, das neue Dungeon-DLC Shrines of Ithelia erscheint, ich glaube, es müsste am 11. März für PC soweit sein und ich glaube, eine Woche später oder so, also 18., 19. oder so, müsste es dann für Konsolen kommen, kann mich aber auch in der Woche irren, vielleicht ist es auch schon nächste Woche, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, also irgendwann hier in diesem Zeitraum, ne? Ihr könnt es ja nochmal in die Kommentare schreiben, ich habe es gerade nicht auswendig auf dem Schirm, auf jeden Fall, da erscheint die neue Erweiterung, das neue DLC, ne? Also das neue Dungeon-DLC und alle ESO-Plus-Mitglieder werden sich nach dem Release des DLCs 14 Tage lang das Sammlerpaket abholen können. Also ihr kennt das vielleicht, mit jedem neuen DLC erscheint ein Sammlerpaket, ist so ähnlich wie die Collectors Editions bzw. Collections, jetzt beispielsweise von Necrom, High Isles und so weiter und so fort. Das erscheint auch bei den kleinen Erweiterungen, allerdings meistens dann halt eben nur im Ingame-Kronenshop. Costa Quanta sind in der Regel 4000 Kronen und da ist ein Reittier mit drin, was ihr bekommt und unter anderem auch ein friedlicher Begleiter und permanenter Zugang zum DLC. Das heißt also, falls euch irgendwann mal, also das DLC ist quasi mit drin in diesem Sammlerpaket. Das heißt, falls ihr irgendwann mal, aus welchem Grund auch immer, kein ESO Plus mehr haben solltet, behaltet ihr weiterhin den Zugriff auf diese zwei Dungeon-DLCs. Das Weitere, auf diese zwei DLC-Dungeons. Des Weiteren sind da auch noch 5 Schriftrollen des Lernens drin für ein bisschen schnelleren Erfahrungsgewinn. Also auch ein cooles Geschenk. Das sieht man jetzt aktuell noch nicht großartig, wurde auf Social Media groß angekündigt. Und wie gesagt, das werdet ihr dann sehen, sobald auf eurer Plattform, Konsole oder PC die Erweiterung erscheint, habt ihr dann 14 Tage Zeit, das Ganze als ESO Plus Mitglied gratis aus dem Shop rauszuholen. Denke ich auch, wird bestimmt auch im Schaukasten zu sehen sein. Also ziemlich prägnant, ziemlich präsent, wird euch das ins Gesicht brüllen. Also jede Menge coole, freischaltbare Sachen an dieser Stelle hier. Und da stellt sich natürlich vielleicht den einen oder die anderen die Frage, wer jetzt dieses Video hier sieht, ey, das klingt ja richtig, richtig geil. Was kommt denn da eigentlich noch alles so in der Zukunft von The Elder Scrolls Online? Und genau dafür war ich für euch auf dem Testserver, so wie jetzt gerade eben, wo ich auch auf dem Testserver war, um euch die Sachen zeigen zu können, auch im Spiel, damit ihr wisst, wo euch die Sachen abholen könnt. Genauso habe ich auch schon einige Sachen vom Testserver fürs nächste Update für euch erkundet und dementsprechend ist dieses Video hier für euch sehr sehenswert, wenn ihr wissen wollt, wie es mit Elder Scrolls Online und den zukünftigen Updates weitergeht. Da zeige ich euch nämlich einiges aus dem Testserver. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schauen.